Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Euro Truck Simulator 2 Video hier vom Cruising the Balkans Event. Wir stehen hier immer noch in Tirana und haben immer noch den Auftrag, der bald ausläuft, von Gabeshub dann nach Nisch. Darf ich gar nicht draufdrücken. Ich wollte nicht nur zeigen, dass der Auftrag nicht mehr lange dauert. 2 Stunden, 2,5 Stunden noch. Ja. Ne? Nicht lange schnacken. Holen wir den Gabelstapel ab. Schon wieder sehr belastig dran gemacht, ne? Also. Demnächst rechts abbiegen. Bisschen war ich auf dicht ausgemacht, glaube ich. Ja. In diesem Fall. Ich glaube, ich habe jetzt den Trick verstanden. Wegen den automatischen Lichtern. Ah, da geht's hin. Ja, ich habe nicht allzu viel Zeit. Nicht nur, dass ich nicht die Zeit habe wegen des Auftrags, sondern auch, weil ich ja nebenbei auf dem Handy dann schauen werde, weil ein Paket ankommen soll. Ah, es geht nochmal. Schmeckt komisch. Lange noch gezogen oder so. Am Kreisverkehr ist der Nimm diese Ausfahrt. Okay, jetzt wird's wild. Oh mein Gott. Ich habe jetzt nach rechts geachtet, wegen des einen Pfeils und habe mir überlegt, ob man vielleicht auch dann eigentlich lang kommt. Und dadurch war ich dann ein bisschen abgelenkt und habe nicht gesehen, dass die Kurve enger ist, als ich dachte. Ich viel Verkehr hier um kurz vor Mitternacht. Biege nach rechts ab. Ja, ich bremse schon ab. Nicht jetzt trotz des Zeitdrucks. Welcher im Nachhinein? Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Super. Das habe ich 40 Minuten weniger Zeit. Nimm diese Ausfahrt. Ich glaube, ich muss eine Pause machen zwischen euch. Einfach wirklich ab dem Lieferzeitpunkt schon da, möglicherweise. Und der ist schon in 40 Minuten. Und die Fahrt dauert garantiert nicht so lange und vielleicht sind sie auch früher da, deswegen weiß ich nicht. Ich hole den Auftrag erstmal nur ab und mache danach weiter.
glaube ich, nicht verkehrt. Lieber die Zeit im Nacken später haben, als den Zeitpunkt verpassen. Wo das Paket denn da ist? Ja, also wie gesagt, gut, weil ich dann im Anschluss an die Fahrt auf jeden Fall den Truck dann mit dem neuen Paintjob versehen und mir einen Trailer besorgen. Am Kreisverkehr damit es dann im morgigen Video weitergehen kann zum Schwarzen Meer. Nimm diese Ausfahrt. Also, ne? Okay, einfach Polizei direkt an der Seite. Oh, wir fahren sogar hier, wo wir neulich vorbeigefahren sind schon, ein paar Mal. Demnächst rechts abbiegen. Ich dachte schon jetzt hier, aber es ist nicht ganz so eng. Wir sind fertig. Warte, was? Ich komme dann wieder hier raus. Ihr wollt mich mal verarschen. Wir kommen hier noch ganz anders raus, weil das wird wieder verdammt eng. Zeit zu gehen. Ja, aber noch nicht für mich, dann fahre ich, wie gesagt, dann gleich weiter. So, weiter geht's. Ich habe mal kurz ausgerechnet, wir haben nur 47 Minuten, 46 Minuten, ausgehend davon, dass ich für ungefähr 750 Kilometer Zeit zu gehen. Dass ich für 750 Kilometer wäre es noch ungefähr 75 Minuten mal gebraucht habe, brauche ich dann pro Minute schaffe ich 10 Kilometer. Geht das Tor hier auf? Wahrscheinlich nicht, ne? Muss echt da vorne raus. Dementsprechend bleiben wir bei nur 453 Kilometern laut der Rechnung 45 Minuten und ich habe nur noch 46 Minuten. Das ist ja super. Oh Gott. Biege nach rechts ab. Danke, ich wollte den Baum sehen. So, hier rundum. Natürlich an. 80 auf der Landstraße, ist in Ordnung. Huiuiui. Wie viele Tonnen fahren wir überhaupt? 11. Da war ja was, 11 Tonnen. Puh. Ich hab's nochmal spannend gemacht. Oder wieder. Ich mach's nochmal spannend. Alles nur wegen der Doppelklickmaus. So, auf nach Nisch. Auf 60, runter auf 50. Ich glaube, es ist wirklich die Zeile, wo ich wirklich die Hin und Her auch mit ausfahren muss. 53% Sprit noch im Tank, 60. Ich muss echt jetzt häufiger aufs Navi schauen, Dashboard.
Jetzt wahrscheinlich hier runter auf 40. Genau. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Wir fahren, glaube ich, was war das nochmal? AI Automobile. Genau, AI Automobile. Oder L, ich weiß nicht, aber ich glaube eher AI. So, jetzt bestimmt auf 60, auf 80 beschleunigen, gleich wieder runter auf 60 wahrscheinlich, im direkten Sinne. Oder nicht, okay. Dann können wir ehrlich mal Geschwindigkeit ein bisschen ausfahren. Rechts halten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Und fahren jetzt auch endlich mal wieder auf neuen Wegen. Die Ausfahrt. Was endlich? 70 nur, okay. Vierzig natürlich. 30. Warum auch nicht? Warum sollten wir auch den Auftrag abschließen? Oh, das wäre auch wild, ne? Wenn wir einfach zu spät ankommen und dann der Auftrag nicht mehr zählt. Boah. Das ist jetzt echt auf den allerletzten Drücker. Ich bin mal gespannt, mit wie viel Zeit im Negativen ich ankomme. Was Info ist, habe ich. Ich war kurz am Überlegen zu pausieren, hab gedacht, okay, kann ich eh nicht verstehen. Ja. Und dann stand da Info. Dann dachte ich mir, vielleicht doch pausieren. Da war es zu spät. Gut. Da gibt es noch mal eine andere Stadt. Aber ich finde auch die Mittelinseln teilweise echt super nice. Das ist alles sehr nice, gefällt mir sehr gut. Wird noch gebaut. Statt bei uns in der Nähe. Also so ungefähr 100 Meter. Sind das 100 Meter? Ich glaube eher 120. 160. 120 bis 160 Meter. Von hier ist auf alle Fälle eine Güterzugstrecke. Da fährt häufig ein Kohlezug durch. Noch andere Wege sind, aber hauptsächlich fährt da ein Kohlezug durch. Da fuhr irgendwie das ganze Gestrüpp wurde komplett radikal entfernt und eine gewisse Ebene wurde begradigt neben dem Gleis vor dem Graben, da wo noch Platz war. Also ich gehe mal stark davon aus, die Strecke soll noch mehr befahren werden, als es ohnehin schon ist. Also gut, ist nicht viel, ist eher Nebengleis und so. Weiß nicht mehr Nebengleis. Aber es wirkt zumindest so, als ob dort ein Ausweichgleis gebaut wird, weil man damit rechnet, dass es alles stärker befahren wird. Streckenabschnitt. Nicht sicher, ob es hier ein Überholen verbotenschild für LKWs war. Ich habe keins gesehen. Deswegen überholen wir mal. Was eigentlich auch dumm war vor der. Wobei ist natürlich mein Grenzübergang, von daher ist es relativ egal. Ja, dann muss ich halt zahlen und gehe nicht zum Digitalpass. Ist dann halt so.
Mach das Ding hoch. 350 Kilometer. Okay, das war jetzt 100 Kilometer. 10 Minuten sogar nur. Bis hin. Na gut, war eigentlich auf 10 Kilometer gedacht, durchschnittlich, aber okay. Aber es war nur grob geschätzt. Ich wusste nämlich nicht mehr ganz genau, wie die Zahlen waren. Es geht auch weiter bergauf. What? Ich bin zu weit rechts, ich merke das schon. Ist das schön mit der Nachtfarbe, mit den Sternen und mit dem Mond, den ich bis jetzt mir nicht beim Fahren aufgefallen ist. Aber als ich mich umgeschaut habe, habe ich gerade gesehen. Man sieht ihn gar nicht. Ah, man kann ihn leicht erkennen oben links. Da, man sieht ihn so leicht. Ins Bild huschen. Aber auch nicht ganz. Oh, 80. Mein Fehler. Gut, ich glaube, so ist es knapp, aber nicht so knapp, wie ich jetzt dachte, mit einem Minute Puffer nur. Was jetzt die Ankunftszeit betrifft. Als ob ich gerade exakt 80 fahre. Okay. Spannend. Sehen wir jetzt so ein bisschen den Mond? Nee. Wir dürfen ihn nicht sehen, wir fahren nach Dreilige. Geht's steil bergab. Man erkennt den Mond leider nicht, aber der Sternenhimmel auch mit den blinkenden Sternen hat doch schon was. Oh Gott. Alles verengt sich hier wieder. Wo auch immer es dahin gehen könnte. Wahrscheinlich eine kürzere Brücke. Wenn man einen Umweg über diese Brücke fährt, damit die vielleicht restauriert werden kann oder so. Oder damit es einfach schneller vorangeht. Für die LKW zum Beispiel. Oh Gott. Dann doch noch mal ein bisschen enger geworden. Straßenschäden hier. Boah, direkt auf der Strecke. Ja, 40, ich weiß. Ich finde cool, dass man wirklich sehr viele auch. Ah, okay. Eine Brücke, die ja noch hinkommen soll. Ist auch schön, dass es so viele Baustellen hier auch gibt. Ja, immer noch 40. Ich weiß. 21 einzelne Baustellen hat man schon irgendwie das Gefühl, dass noch viel geplant ist, aber so für World of Trucks, aber das ist auch nur reine Spekulation von mir.
haben wir gleich den Grenzübertritt nach Serbien und dann sind es auch schon, wobei, war das Serbien oder fahren wir erst durch? Ich habe keine Ahnung mehr, wie jetzt, wo wir gerade durchfahren, weil ich es einfach nicht mehr auf der Karte habe, weil es halt schon über 24 Stunden her ist. Okay, nicht über 24 Stunden, aber beträchtlich lange her. Schließlich habe ich den Auftrag ja eigentlich nicht angenommen, sondern in dem Aus hat es getan. Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Kurz nachgeschaut, ja, ich lag richtig. Es geht erstmal durch den Kosovo. Stoppen wir mal hier im Stoppschild. Das ist ja bei der Haltelinie. Was für ein Trailer ist das? Von welchem Land? Ich weiß es nicht. Du fährst ja auch ganz schön dicht auf. Wo ich gar nicht mein Dingsschild sehen kann. Ah ja, okay. Scheinbar das von Albanien. Ich bin schon viel zu schnell. Ich darf nur 30. Kurz durch Kosovo durch, bis wir im Serbien sind. 85. Spannend. Er ist auch 90 hochgegangen. Ist mit der Morgendämmerung. Das ist schon echt cool mit der neuen Skybox, mit den Sternen, mit dem Mond. Ist alles schon echt nice. Da hinten haben wir den Mond. Im Rückspiegel. Der wirkt aber gerade voller. Als ich das Thumbnail wahrscheinlich für diese Folge gemacht habe. Nur 80? Wahrscheinlich gerade 80. Egal, fahren wir bei 85. Wahrscheinlich auch gerade 90. Ist noch nicht ausgestellt, aber ich glaube ich habe gerade das Scope hier gesehen. Bin mir aber nicht sicher. Bei der Vorbeifahrt jetzt. Rechts halten. Und dann Ausfahrt rechts nehmen.
Ausfahrt. Ah, okay, Nische ist ausgeschildert und ja, ich habe Skopje gesehen. Aufgehende Sonne über das Skyline und im leichten Nebel über Morgentau die Ausfahrt da vorne. Sagt die Zeit, 26 Minuten. Ja. 180 Kilometer, dann denke ich mal so mit 13 Minuten vielleicht. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Also mit 13 Minuten Restzeit für den Auftrag komme ich wahrscheinlich an. Auto di Alonso. Bitte links halten. Interessant. Mit aufgegangener Sonne. Sehr schön. Also wie gesagt, dann gleich nochmal eben hier Dings Paint Shop holen. Und einen Trailer holen. Wird immer ein bisschen kosten. Erst laufen wir halt in Pristine. Sind wir auch gewappnet für die Fahrt Richtung Schwarzes Meer. Oder wo auch immer wir hinfahren. Im Road to the Black Sea Bereich von ETS 2. Aus. Die Sonne über dem Bergwipfel zwischen dem Baumwipfel. Nur der Bergkuppe hervorkommt zwischen den Baumwipfeln. So. Der Satz mehr Sinn. In Kreisverkehr. Oh Gott, ist auch noch Polizei direkt hier. Jetzt gibt es auch noch eine Verengung hier. Gut eingeschätzt, die Fängen. So, einfach runter auf 30 sicherheitshalber. Wir kennen ja die KI. Ich wäre jetzt aber noch langsamer als 30. In der 50er Zone. Nimm diese Ausfahrt. Dann geht jetzt nach Serbien. Sie biegen sogar ab.
Ich bin echt mal gespannt, ob man irgendwann, ob ich irgendwann mal auf die Waage muss. Ich meine, die Implementierung ist ja eigentlich nicht umsonst. Nehme ich mal an. Okay, einfach mit der ja vorne, ne? Ja, LKW. Warum fährt er zum. Du bist kein Bus. Ich meine, Röntgenhalle kennen wir ja schon, aber. Waage. Ich schätze mal, es passiert, wenn man entweder sehr schwer ist oder es Anomalien bei den Papieren gibt. Zur. Oh! Never mind. Zur Fahrzeugüberprüfung bitte eine nahegelegene Wiegestation. Das wird ja wohl hier sein. Aussuchen. Gerade drüber gesprochen, finde ich gut. Gesamtgewicht beträgt 27 Tonnen, Sie können weiterfahren. Nice. Ich weiß ja schon gar nicht mal, wie ich die Folge jetzt enden soll. Belastend. Da muss ich dann der Zukunft einspielen und kümmern. Oder ich kombiniere es. Mal schauen. Auch wieder eine Verengung. Ich muss mal ein bisschen ab. Der Kollege da vorne auch ein bisschen langsam unterwegs ist. Jetzt sind wir ja schon gleich in Nisch. Ich glaube noch nicht ganz. Aber dürfte bald der Fall sein. Zumindest kommen wir wahrscheinlich jetzt zu den Ausläufern von Ausläufern. Immer von Nisch. Na, noch nicht ganz. Darüber schon näher dran. 80 Kilometer. 19 Minuten. Never mind. Es wird doch nochmal fucking close. Es wird nochmal verdammt eng, vor allem wenn wir nochmal durch der Stadt durchfahren müssen. 19 Minuten 80 Kilometer. Ah, das könnte echt auch so in den 5 Minuten Bereich gehen. Die Kamerafahrt nehme ich jetzt nicht mit. Sie ist auch auf der anderen Seite. Kopfsteinpflaster. Schade, dass man es nicht hört. Oder? Ich glaube nicht. Wenn er noch einen anderen Sound hätte, holy shit, dann wäre es natürlich noch geiler. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ich habe gehofft, ich bekomme sie noch schneller. Biege nach rechts ab. Aber 449 PS. Straße oder auch nicht, dann machen wir uns auf Autobahn und dann sind wir auch schon gleich bei Nisch.
ich auch. Ich glaube, es ist hier irgendwie. Muss ja von schwereres Bordner befahrbar sein, wenn das so platziert ist. Aber eine Zugstrecke? Nee. Weder dazu. Noch Dingens. Fluss. Weder Zug noch Fluss. Wollte nur schon mal beschleunigen, damit auch wieder raufkommen hier auf dem Bums. Oh Gott! Das ist ja ungünstig, einen Unfall zu haben. Glück war genügend Platz für mich. Nimm die Ausfahrt rechts. Doch sogar auch mit 80. Aber die nächste dann noch mit 40. Rechts halten. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Richtung Airport, okay. Nimm die Ausfahrt rechts. Ob ich hier mit 80 lang fahren soll. Okay, 60 schon eher. Das ist auch akzeptabel. Ist ja auch nicht so eine enge Ausfahrt, wie ich jetzt angenommen habe. Und hier durch die automatische. Da ist ja genügend Platz. Und dann beschleunigen wir. Immer geradeaus. Ja, natürlich. Wo auch immer AI-Automobil ist. City of Niche. Welcome. Geradeaus. Bitte rechts halten. Na klar. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Es darf halt in Niche 23 von 30. Was die Schilder betrifft. Demnächst rechts abbiegen. Nicer Bahnübergang. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Dann sind wir bei AI Automobile. Biege nach links ab. Hallo? Okay, ich dachte, ich bin schon nah genug dran. So, wo soll denn die Gabelstapler hin? Hier vorne hin, links. Wir sind fertig. Oder? Ah, hier.
Dann wollen wir mal die Ladung abladen. Sieht ja auch toll aus. Wie viele Minuten waren es denn noch? 11 Minuten. Ja, Punktlandung. Paar entschiedene Fortschritte. Wir wollen es ja nicht falsch haben. Deswegen sage ich es einfach jetzt anders. Ausgezeichnet. Gabelstapler von Tirane nach Nisch geliefert. Gefahrenstrecke 476 Kilometer Dauer. Wird der Hinfahrt vielleicht noch 40, 42 Minuten. Ist ja nur bei 24 Stunden fast, weil der Auftrag vor 24 Stunden angenommen wurde. Da braucht der Kraftstoff 173 Liter, das war der 161. ETS 2 World of Trucks und der praktisch gesehen, also der theoretisch gesehen letzte, den man braucht fürs World of Trucks Cruising in the Balkans Event, um Dingens, ne, um das Achievement zu bekommen und den Paintjob. Ich habe, wie gesagt, noch maximal 15 weitere Fahrten vom Cruising, das war mal ganz Event, im anderen Bereich von Road to the Black Sea. Da kann man es ja auch befahren, nicht nur im Westbalkan. Es gab 14.500 dafür und 771 Erfahrungspunkte. Dann würde ich sagen, fahren wir mal zur nächstgelegenen Werkstatt. Die es zum Glück in Nisch gibt. Dann werde ich dort kurz das Spiel speichern. Währenddessen auf RedTrucks.com gehen. Mich einloggen. Wir haben knapp 300.000. Das ist schon mal gut. Wir brauchen, glaube ich, auch ungefähr 200.000. Maximum. Für den Paintjob vom Truck und für den Tiersen Trailer. Biege nach rechts ab. Gib mal ein bisschen Gas. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Fahren fix dorthin. Ist zu, kann kein Zug kommen. Ukrainer schon, aber riskieren wir es einfach mal. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Halten wir uns mal links. Wir haben eine Ampel, die springt bestimmt nicht mehr auf Rot. Links halten und dann links abbiegen. Natürlich springt es auf Rot. Er hätte gleich ganz links bleiben können. Wir rasen mal ein bisschen. Warum sind es denn hier immer noch... Okay, ich wusste gerade, warum sind es hier immer noch 50? Demnächst links abbiegen. Und dann gehen wir gleich ein bisschen Geld ausgeben. Das Geld, was wir eingefahren haben. Und noch vom Kredit haben. Gott, ich dachte gerade kurz. Wir sind da. Hier ist Dingens. Ich weiß gar nicht, ob ich noch eine Gerade kaufen muss. Ach,
Quatsch. Oder sind wir schon bei Dings? Nee. Ich speichere mal kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. Hier, abgehakt. Westbalkan. Persönliches Ziel erreicht. Community Goal wurde auch schon längst achieved. Und da sind wir noch 0 von 15, deswegen. Da gleich auch noch mal ein bisschen mehr. Also kurz speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann machen wir mal rein. Der Truck muss nicht 10 Zimmer gewartet werden, aber was der Truck bekommt, ist auf jeden Fall. Boah, kann ich jetzt einfacher finden? Was war das nochmal? Nature? Mist. Alles deaktiviert und Inhalte aus Steam Inventar. Hä? I see, ich erkenne das Problem. Scheinbar ist es der Paint Shop nicht möglich für den DAF XD. Wollen wir nochmal hier gucken. Inhalte aus Steam Inventar. Und für den DAF XD, es ist nicht dabei, deswegen habe ich es nicht gesehen, habe ich nicht gefunden. Super. Ja. Für den DAF 21 ist es möglich. Und ich habe natürlich den XD genommen. Dann ist es ja auch halb so wild. Wenn ich den halt auch gar nicht habe, dann holen wir uns einfach nur einen Auflieger. Und fahren dann Richtung Westbalkan. Das ist für Kühlgut. Und das ist für alles andere möglich. Das ist ja allgemeine Trockengüter. Dann würde ich sagen, holen wir uns dann den Trailer. Passen ihn nochmal ein bisschen an. Ich hoffe, ich habe eine Garage dafür, ne? Da geht nichts. Kann man halt noch ein bisschen mehr ändern. Sagen gewesen für den Trailer.
82.000 kaufen. Haben wir Garage dafür? Ich hoffe doch mal. Ja. Super. Jetzt darf ich nicht vergessen, wo ich gerade stehe. Nisch. Nämlich, und holen wir den Auflieger uns her. Und dann suchen wir uns eigentlich noch einen Schlafplatz, damit wir die Nacht... Ja, du bist müde, ich weiß. Schlafplatz ist direkt in der Ecke. In der Ecke, um Ecke. Einmal kurz hinfahren. So wie unser Truck, aber ähnlich. Ich wusste nicht mehr ganz, wie der DAF, wie ich DAF gemacht habe. Okay. Eine enge teilweise Stelle. Ich hier nicht schlafen kann. Ich will auch jetzt nicht jetzt hier rauszukommen. Drehen wir mal eine Ehrenrunde. Versuchen uns dann hier. Vielleicht wäre auch nicht weit nah genug vorne. Das kann natürlich auch sein. Ja, dann würde ich sagen, was ist erstmal für diese Folge? Und dann sehen wir uns im morgigen Video wieder, wenn es dann Richtung Richtung wo auch immer es hingeht. Wir können einfach mal Spaß dann mal schauen. Der Auftrag wird dann eh nicht mehr da sein. Safe Call. Genau, ich glaube Rumänien, Bulgarien und Türkei ist möglich. Ich glaube Ungarn nicht. Vielleicht. Ich gucke falsch. Vielleicht geht es mit Postpaketen nach Bakau. Für gut Kohle. Wobei bei der Restzeit nicht. Ich müsste eher gucken. Na, das könnte vielleicht eher was sein, Motorkühler. Aber werden wir dann sehen. Also, wird interessant. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.